vier Treffer, folgt jetzt hoffentlich sein fünfter. In Minute 50. Lang verschießt. Ja, also ein verschossener Elfer, das ist natürlich immer bitter, aber erst recht in so einem Spiel und erst recht, wenn dann der Gegner so zurückkommt. So. Ja, da wird die rote geben. Ja, und dann noch das Worst-Case-Szenario. Elfer verschossen, dann die rote Karte für Baidu nur wenige Augenblicken später. Also das waren jetzt, da kurz nochmal auf die Uhr schauen, die katastrophalsten 30 Sekunden, die man sich vorstellen kann. Ja, da verschätzt er sich, dann geht ein bisschen der Körper hin, beziehungsweise die Arme zum Körper des Gegners und der fordert auch sofort die rote Karte, weil Baidu der letzte Mann war. Ja, es geht für mich in Ordnung. Der Elfmeter war natürlich katastrophal geschossen, braucht man auch nicht reden. Und dann, das meine ich mit Restverteidigung, das ist nicht ideal, dass dann die Österreicher in der Verteidigung eine 1-1 plötzlich haben, nach einem weiten Ball. Ja. Und genau das ist passiert und er umklammert dann den Angreifer. Also für mich ist diese Entscheidung korrekt.